Und hallo, willkommen zurück zu Savage Lands. Ja, liebe Freunde der eisigen Wildnis, wir sind hier immer noch am zweiten Drachenturm. Und ich habe da jetzt schon mal was vorbereitet. Wie ihr seht, ich habe eine kleine Schmiede gebaut, extra für dich, und ein kleines Häuschen, extra für dich. Da ist mir sogar eine Sache aufgefallen. Und zwar, als ich in dem Haus drinne war, da können einen die Skelette treffen, ne? Wenn man zu dicht an der Tür steht, ne? Die hauen einen dann, ne? Also, ich eben mal kurz, ne? Ich stand hier so, ne? So wie in der zweiten Folge quasi des Let's Plays, ne? Wo ich hier nicht mehr rausgekommen bin, ne? So stand ich dann da, wollte hier durch den Schlitz gucken, ne? Und das Vieh hat mich auch, ne? Also, es war schon unverschämt. Ja, was ich gemacht habe, die zwei Häuschen gebaut in der Zwischenzeit. Ich war ein bisschen Erze klopfen, ne? Ja, dann habe ich noch, jetzt halt doch mal die Kamera still, Tat. Kann doch keiner was sehen, ne? Dann habe ich hier noch diese tolle, wunderschöne Eben Steel Plated Chest Guard gefertigt, ja? Die andere haben sie mir nämlich kaputt gehauen. Hier gibt es ziemlich viele Schweine. Ne, also so Wildschweine, ne, in der Ecke. Und ja, was ich jetzt noch machen wollte, ich wollte noch mal gucken, ob ich einen zweiten Steel Cleaver zusammenkriege. Okay. Also das Schwert könnten wir schon machen. Ich bin einfach zu überzeugt von diesem Teil. Einfach ist das cool. Ja. Okay, wo haben wir denn denn? Sehe ich das wieder nicht? Was ist hier los? Nee, doch, klar, hier. Ja, wir können den machen. Es rutscht immer nach oben. Entschuldigung, manchmal sehe ich das nicht gleich. So. Und ja, da haben sie wahrscheinlich, glaube ich, auch wieder die Materialien geändert. Bärenpelz, ne? Kostet das jetzt einmal, ne? Und halt von den hochwertigen. Aber ja, unser Teil macht bald einen Arsch hoch und ich fühle mich einfach besser, wenn ich noch Ersatz einstecken habe, ne? So, okay, das haben wir. Ja, was ich sagen wollte, ich habe jetzt gelesen, ne, dass mit dem nächsten Patch, also in 5 Tagen, ne, seit Aufnahmezeit, wisst ihr ja nicht, ne, aber mit dem nächsten Patch kommen wieder echt coole Sachen, ne, absolut sinnig. Und zwar gibt es einen Korbdetektor, ne? Da soll man dann seine Leiche besser wiederfinden können. Super Sache, ne? Hätte ich nochmal vor 2 Wochen gebraucht, aber ich bin froh, dass es überhaupt kommt, ja. Echt cool. Und was war denn das zweite Gute? Oh, jetzt erinnere ich mich nicht mehr. Ich komme schon noch drauf. Ja, und noch eine Tasche habe ich gemacht hier von den ganzen Wolfsfell und so weiter und so fort. Gut. Ja, erkunden wollten wir, ne? Also beim Steineklopfen muss ich ehrlich sagen, ich habe hier in der Umgebung nichts gesehen, ja? Also nada, ja. Aber das wird uns nicht davon abhalten, nicht mal im geringsten. Ja, hier ein bisschen rumzustrunzen, ne? Und nochmal zu gucken, wo was ist. Ach, jetzt fällt es mir ein, wo Kumpel Kalle gerade auf unsere tollen neuen Rüstungen haut. Ey, jetzt ist da. Ja, Rappen soll man dann auch können, ne? Also nicht hier so, wir sind die Coolsten, denn wir cruisen, sondern seine Ausrüstung quasi, ne? Echt cool, ne? Ich war deshalb so ein bisschen am Überlegen, machst du die jetzt einen zweiten Savage Steel Cleaver, ne? Oder nicht, ja? Aber ich denke doch dann, ja, was ist denn da? Sind das Schweine oder Wölfe? Das sind Wölfe, ne? Ja, gut. Auf jeden Fall, wie gesagt, eine echt nette Sache, ne? Finde ich ganz cool, ja. Also zwei Major-Sachen in meinen Augen, ne? Ich finde das auch unwahrscheinlich klasse, ja. Dass, also ich habe echt so das Gefühl, immer wenn ich was sage, was ich gerne haben möchte, ne, das kommt dann rein ein paar Wochen später, ne. Also ich bin total happy, was das angeht, ne. Das mit der Leiche, das habe ich ja schon gesagt, aber wahrscheinlich ist das einfach nur, weil es sinnig ist, ne, nicht weil da ein Entwickler über die Schulter schaut oder sowas, ne?
Wenn es so wäre, dann hätten die auch auf meine 200 E-Mails geantwortet. Na? So, hier sind alle Steine, aber Erzen tue ich jetzt nicht. Ich will nur mal gucken, habe ich den schon mal angeschlagen? Toll. Ist ja, und wo ihr nicht zuguckt, na, da renne ich hier rum und suche Steine wie ein Blöder. Also ich gucke jetzt erstmal hier runter, ne? Weil hier war ich, glaube ich, noch nicht so Steineerzen. Mal gucken, was hier noch so ist. Und der mit der Even Chest Guard, da fühle ich mich auch echt bedeutend sicherer. Ich muss mal nochmal ganz kurz gucken, wie viel wir denn von diesem Even Zeug anhaben, ne? Also das sind einmal die Stiefel und einmal die Brustplatte. Und dann haben wir Executor-Handschuhe und Executor-Helm. Müssen wir mal gucken, dass man da... Wie sieht es denn eigentlich? Kann ich denn Zeug mitnehmen? Jetzt habe ich mein Inventar gar nicht. Das ist relativ voll, ne? Naja. Kannst du machen? Nix. Musst du gucken zu. Aber wir wollen jetzt eh exploren. Und nichts weiter abbauen. Auch sein, dass ich vielleicht schon was so rein zufällig gefunden habe und dann einfach vorbeimarschiert bin. So. Schweini. Ja, meine nächste Vermutung war ja dann so, ne? Wenn du in dem Spiel im Ladescreen bist, ne, dann lädt er ja immer Sundered Eisel. Ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass das, na, wie soll ich sagen, dass das Folgegebiete vielleicht schon in der Entwicklung ist und dass man dann einfach durch eine bestimmte Grenze dann irgendwo dahin kommt, ne? Also, wisst ihr, wie ich das meine? Ich meine halt so wie in hier The Long Dark zum Beispiel. Und da muss man ja dann auch so durch solche Passagen und kommt dann quasi so in den nächsten Kartenabschnitt rein, ne? Wer es jetzt nicht kennt, ne, aber so hoffe ich, ich hoffe, du verstehst, was ich meine, ne? Sonst wäre ich echt traurig. Ja, also dass es halt so funktioniert, ne? Das könnte ich mir halt durchaus erklären. Ne? Ist mir gerade so die Idee gekommen, als das Spiel da reingeladen hat, wo ich noch nie auf Aufnahme gedrückt habe, dann mit Sundered Eisel. Eigentlich könnte das ja so und so sein. Mal umgucken. Ja, Leute, was soll ich euch sagen, ne? Ich fände es schön, ey, ohne Mist, ne, wenn man auch die Videoqualität von dem Spiel richtig sehen könnte. Bei YouTube verwäscht das immer, egal wie oft man es rendert und hast du nicht gesehen, ja, und wie qualitativ hochwertig du das Video gestaltest, ja, irgendwie kommt dabei immer, ja, dann sowas raus, dass das in der Bewegung total verwischt und sowas, ne. Aber dafür würde ich mich echt gar nicht abschrecken lassen, ne, weil, ja, wenn du so selber spielst, ne, dann ist es doch, grafiktechnisch sieht schon besser aus, ne, muss man ehrlich mal sagen. Das wollte ich eigentlich schon die ganzen Folgen sagen, ne, ich sehe das ja auch bei gewissen Let's Play-Kollegen von Savage Lands, guck mir ja da auch ein bisschen mal was ab, ne, oder so, ne, Was heißt abgucken, ja? Ich gucke eigentlich so, ja, wie die Aufnahmen bei denen sind, ne? Weil es mich halt eigentlich von Anfang an interessiert hat, ob ich das qualitativ hochwertiger hinkriege, ne? Ja, aber das ist alles irgendwie, ja. So, gucken wir mal hier runter. Ist hier noch was? Jetzt sind wir schon wieder ein ganzes Stückchen marschieren. Ich dachte jetzt eigentlich, wenn man jetzt hier runter geht, würde mal das Wasser kommen. Aber bis jetzt noch nichts.
Ja, wir haben ja eh alles Wichtige einstecken und ich wollte oben eigentlich nur nochmal, wie gesagt, dann die Forge bauen oder sowas, ne? Das war zwar ein klein bisschen zeitintensiv und sowas mit den ganzen Stones kloppen und hast du nicht gesehen, ne? Aber dann hat man in der Nähe, in Anführungszeichen in der Nähe, ne? Nochmal was, wo man noch ein paar Rüstungen machen kann oder sowas, braucht man ja so eine Forge. Ist da was? Sind hier wieder, ey, die großen Steine und so was alles, ja. Und wenn du sie suchst, sind sie immer nicht da. Nee, da ist doch das Wasser, oder? Oder täusche ich mich jetzt, ey, bei dem Schneesturm ist immer kaum was zu sehen in der Distanz. Ich glaube, da ist das Wasser. Sein, dass hier gar nichts ist beim Drachenturm. Also, okay, wir sind jetzt. Wir sehen ihn jetzt noch nicht mal mehr, ne? Aber. Bin mal nur mal kurz an den Strand. Mal gucken. Könnte ich hier nicht irgendwas nehmen, so als Wegweiser? Strong Zenith kostet, das ist aber ärgerlich. Okay, ich mache hier aber mal am Strand, setze das mal dahin. Nee, fertig bauen tue ich das nicht. Das ist für mich so ein Wegweiser am Strand. Habe ich das denn jetzt auch richtig? Ja, so in etwa die Ecke, dahin geht es zum Turm. So, jetzt gehen wir hier nochmal schräg lang. Mal, ob hier noch was ist. Ja, muss ja irgendwo was sein. Irgendwo ist hier was. Ich spüre das. Also von der Richtung, von der wir gekommen sind, da braucht man, glaube ich, nicht gucken. Das hätten wir, glaube ich, schon gesehen, wenn da was gewesen wäre. Was mir jetzt auch zum ersten Mal aufgefallen ist, wenn ihr das Spiel selber spielt, werdet ihr das wahrscheinlich schon bemerkt haben. Die Schweinchen, die kicken einen richtig in die Luft. Ne? Das hatte ich vorher noch gar nicht bemerkt. Ne? Das ist mir jetzt wirklich, wo ich da rumgezogen bin und Erze gesammelt habe. Ne? Wachsen. Hm.
Noch mal weiter, ein Stückchen weiter nach links. Können wir den Turm jetzt hier schon sehen? Nee, ne? Können wir nur nicht sehen. Oder wir sind einfach voll dran vorbeimarschiert. Da, wo die Bären waren zum Beispiel, ne? Also, ich weiß es nicht, aber irgendwas muss noch dazugehören zu diesem Drachenturm. Oh. Oh, ein Wehrgang. Aber hartnäckig, ich hätte viel kaputt gemacht. Nur der Helm ein bisschen. Wird das jetzt schon wieder dunkel? Ja, ich glaube. Noch mal ganz kurz die Brustplatte. Oh, die ist auch schon wieder angekratzt, also ehrlich. Eine Unverschämtheit, eine Unverschämtheit. So, noch mal da auf den Hügel drauf. Vielleicht sehe ich da ein bisschen mehr. Sehen wir da ein bisschen mehr. Die Sonne steht doch noch oben, kann doch noch gar nicht. Oh, die bewegt sich aber schnell. Die geht aber schnell unter. Schnitzelchen reinziehen, ne? Da ist der Turm, okay. Ja, ich denke mal, wir können ja auch in der Nacht rumschleichen. Ist da was? Ich glaube, hier ist irgendwo ein Kalle in der Nähe. Wird da immer so paranoid hier. Naja, gut, gucken wir mal weiter. Also was dann schön aussieht, muss ich ja ganz ehrlich sagen, das ist so diese Rotfärbung vom Himmel. Ne? Das gefällt mir extrem gut. Vielleicht kann man das nochmal irgendwo ein bisschen besser sehen. Und das verwischt nicht, da muss ich dann mal stehen bleiben. Also die sieht sehr schön aus. Also mir gefällt es, dem ist es ja nicht gefallen, aber ich finde es toll. Super toll. Und du hast es gefälligst auch super toll zu finden. Nee. Gucken wir mal weiter. Also, bin echt verwundert. Beim Steineklopfen habe ich nämlich auch nichts gesehen. Ich habe nämlich schon gedacht, ja, okay. Eventuell, Tati, stößt du ja schon auf irgendwas, ne? Und kannst dann danach im Let's Play hingehen und da mal gucken. Ne? Aber ich finde nicht. Nicht. N-U-S-C-Z. Was ist das? Also, ich weiß es auch nicht. Vielleicht mache ich was verkehrt.
anziehen. Jawohl, den nehmen wir mit. Der Helm. Ja, egal, auch wenn es Billigkram ist. Oh. Okay, Super Kalle. Nur du und ich. Und die Zuschauer. Und die Wölfe, die gerade geschrien haben. Lass nichts kaputt gegangen sein. Oh, das ist aber auch wie das, wie die das in Mitleidenschaft nehmen, ey. Steinschwert kriegen wir dafür, meine Güte, ey. Hat der Wolf noch besseres Zeug einstecken? Okay, wollte ich jetzt gucken. Also so ein bisschen Glück was finden, ey, das wäre schön. Nichts. Frieren tun wir auch schon ein bisschen, aber jetzt noch ein bisschen, also den halben Weg will ich wenigstens rumgucken. Eigentlich wollte ich immer 20 Minuten aufnehmen, diesmal komme ich da schon wieder drüber, ja. Schnaufe, junge Hagen, Mensch. Ich weiß, du trägst jetzt eine schwere Rüstung, aber da musst du durch. So, Turm, Turm, Turm. Ist irgendwo. Irgendwo. Wieder so eine große, was heißt groß, so eine Freifläche? Muss doch mal irgendwas sein, ey. Ich glaub das nicht. Das ist noch so der nähere Umkreis vom Turm. Das müsste ich schon, wenn hier, glaube ich, was wäre, dann hätte ich das gesehen. Da ist der Turm. Ja, näherer Umkreis. Großzügig. Wieder Schneesturm. Aber ich glaube, die Richtung ist vielversprechend. Dann gehen wir in der nächsten Session mal wieder weiter, ja, und gucken uns da mal dann noch mal um. Bin mir ziemlich sicher, da kommt noch was. Jetzt gehen wir erstmal nochmal zurück zu unserer kleinen Base. Was ich auf jeden Fall vorbereite dann fürs nächste Mal, wenn wir losmarschieren, ne? Nochmal ein bisschen Wechselunterwäsche, ne? So der Helm. Helm ist ja bald fertig. Handschuhe auch. Und die Stiefel. Na, die sind noch. Helm und Handschuhe. Helm und Handschuhe. Und Stiefel hoffe ich, die halten, bis der neue Patch kommt, ne? Und man die reparieren kann. So, jetzt. Wo war denn jetzt der Turm, ey? Jetzt habe ich nicht aufgepasst wieder. Turmchen. Turm.
ist er denn? Da Schnee, ey, ich seh nix. Da ist er. Ja, ich wusste auch, das ist die richtige Richtung. Also, es sieht ja schon toll aus, ne? Muss ich echt sagen. Das gefällt mir schon, ne? Aber wie lang ist denn Sonnenuntergang, ne? Ah, da ist die Hütte. Okay, okay, okay. Zwei Kalles. Macht aber nichts. Erstmal aufwärmen hier. Zack. Ja. Es ist so klar, ne? So abgestorbene Bäume, ich weiß auch nicht. Da laufe ich nur mal ein paar Meter. Die paar Minuten haben wir jetzt auch noch. Volles Inventar. Na toll. Ja, es hilft nichts. Das muss ich dann auch noch machen, ey, das Inventar aufräumen. Aber das finde ich zurzeit noch so ein bisschen schwierig gemacht. Du packst was raus und dann verschiebt sich das so. Oh. Jawohl. Jetzt aber schnell ein bisschen aufwärmen. So, Tür zu. So, und wir sehen uns in der nächsten Folge und dann ziehen wir nochmal los in die eine Richtung, ne? Und da marschieren wir nochmal ein paar Meter. Denk mal, da finden wir was. Vielleicht gehen wir aber auch zurück zu den Bären, ne? Mal gucken, ne? Wie auch immer, ne? Überlegen wir uns nochmal in Ruhe, ne? Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, ne? Hoffe, hat Spaß gemacht. Und dann sage ich mal, tschüss.